Der kleine Jan läuft in ein Autohaus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch. Er findet dieses Auto vor sich und sagt sich, Mensch, wir tun mal so, es wäre ein Neuwagen. Das ist aber ein feines Rot. Dieses kleine Auto würde sich hervorragend in meinem Vorgarten machen. Jetzt ist in der Regel am Autohaus neben dem Fahrzeug eine kleine Tafel aufgestellt. Auf dieser Tafel sieht man die ganzen Vorzüge dieses Fahrzeugs aufgelistet, darunter der Kaufpreis, und der Jan denkt sich, das kann ich mir leisten. Dann ist da weiter noch aufgeführt ein Buchstabe, in diesem Fall ein wunderschönes G, und der kleine Jan denkt sich, Geländewagen. Bei einem anderen Auto stand da ein A+. Wer will ein A+, wenn er ein G für Geländewagen haben kann? Und dann steht da noch ein Verbrauch pro 100 Kilometer und CO2-Emissionen in Gramm pro Kilometer. Der Jan nimmt sein Sparschwein, schlachtet es brutal, legt dem Händler das Geld auf die Theke, nimmt das Auto mit, lässt es zu und bekommt ein paar Tage später Post. Er soll seine Kfz-Steuer bezahlen. Da wird aber mittlerweile nach CO2-Emissionen besteuert. Und der Jan hatte irrig angenommen, er würde für 100 Gramm bezahlen müssen. Er muss aber jetzt für 140 Gramm bezahlen. Sofort macht sich Jan auf den Weg zum Autohaus und sagt, ey Paul, hast du mich beschissen? Paul sagt, aber nein, denn kleiner Jan, guck doch mal auf diese Tafel. Da stehen 100 Gramm, das ist korrekt, nach Nefts. Und wenn du auf deine Rechnung guckst, was Vater Staat dir berechnet hat, dann wird nach WLTP bezahlt. Und der kleine Jan denkt, was? Hä? Was ist hier denn los? Ja, das ist die klitzekleine Einladung zu diesem kurzen Clip, den ich euch kredenzen möchte. Ich bin nämlich in der Vergangenheit immer mal wieder angegangen worden, warum ich dann überhaupt Nefts-Werte noch ausweisen würde. WLTP ist der geile Scheiß, musst du heute machen. Nefts ist alt und braucht kein Mensch mehr. Ist ja auch verwirrend. Für die Leute, nein, ich habe hier keine Zuschauer, die nicht wissen, was Nefts und WLTP ist. Es ist ganz klar, WLTP ist der neue Zyklus zur Bestimmung der Verbräuche und Emissionen von Fahrzeugen. Nefts ist der alte, der war sehr weit von der Realität weg und der ist ein bisschen näher an der Realität dran. Gut, im Jahre 2011 hat die Bundesregierung beschlossen, durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, damals meine ich sogar noch unter von der SPD, Gabriel. Unter Gabriel die Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung von PKWs 2011. Und da stand drauf, da gibt es eine Effizienzklasse, ne? A++ bis G, G ganz schlecht, A++ ganz gut, und dass die Verbräuche in Liter und Kilowattstunden entsprechend ausgewiesen werden müssen beim Verkauf eines solchen Fahrzeugs. Ob nun online oder offline, scheißegal, Hauptsache ist es ausgewiesen. Nun hat sich die EU im Jahre 2016 zusammengetan und hat gesagt, Neft ist blöd, WLTP ist cool. Wir machen jetzt alles mit WLTP. Die Deutschen, wir sind ja sehr gerne in der EU, zumindest die meisten. Und wir haben natürlich gesagt, jawohl, machen wir. Die haben sich im Sommer 2017 zusammengesetzt, die das da beschließen, ne? Und haben gesagt, bums die Bums, WLTP, geiler Scheiß, machen wir sofort. Die haben nämlich auch sofort gemerkt, dass WLTP in der Regel so um die 20% höher liegt als Nefts. Und haben sie gesagt, 20% mehr, geiler Scheiß, machen wir sofort mit der Steuer. Also, lieber Michel, liebe Bundesbürger, ab dem 1.9.2018 werden wir die Kfz-Steuer nach WLTP CO2-Emissionsangabe erheben. Gut. Nun gibt es ja diese Verordnung zur PKW-Energieverbrauchskennzeichnung aus dem Jahre 2011, die auch schon Kilowattstunden kennt. Der müsste jetzt aber mal gesagt werden, oder die müssen nochmal erneuert werden, um diesen WLTP-Quatsch damit aufzunehmen. Ne? Quatsch ist es nicht, sondern um das Ganze auf WLTP umzustellen, entsprechend anzupassen.
Und während man aber sehr schnell dabei war, zu sagen, die Steuern, die erhöhen wir jetzt quasi, ne? Nein, natürlich nicht. Wir erheben die Steuern nach dem neuen Verfahren, hat man sich gesagt, diese Verordnung machen wir nächste Woche. Und komm, wir sind alle Menschen, jetzt mal ganz im Ernst, wir wissen, wie das ist, wenn du viel zu tun hast, wenn du es schon mal auf nächste Woche geschoben hast, ja, Herrgott, dann hält es auch noch mal 2 Wochen aus oder 2 Jahre. Was soll das denn? Ne? Wichtig ist nur, die Bundesregierung kriegt das Geld nach WLTP und die Händler, ja, weisen jetzt erstmal nach Nefts aus. Komm jetzt, Herrgott, Kinder. Es kann ja wohl erwartet werden, dass jeder mündige Wähler und Bundesbürger da draußen mal eben guckt und umrechnet oder den Händler nochmal fragt. Und wir sind ja eine Nation, die der Industrie auch sehr dankbar ist. Also jetzt mal ganz im Ernst, ohne Industrie, wo wären wir denn da? Ist so. Und die Autoindustrie hier in Deutschland, wissen wir auch, wird uns ja immer wieder eingebläut, ist der wichtigste Motor der Wirtschaft in Deutschland. Und darum kann man denen auch nicht zumuten, zu viel auf einmal zu machen. Das ist schon okay. Also die hatten auch ihr Brötchen zu tragen, weil die mussten ja jetzt auch schon nach WLTP alles prüfen und so. Und jetzt wird es nämlich wirklich witzig, die Autos können nur noch zugelassen werden das bedingt einander, dass die nach WLTP ihre Verbrauchsprüfung machen. Und der Hersteller, der hat gar keinen NEFZ-Wert mehr, wenn wir ehrlich sind, sondern der hat einen WLTP-Wert von seinem Fahrzeug und den rechnet er runter auf NEFZ. Jetzt sagt der nette Jan, ne? Der Sklave der Automobilindustrie, der auch an deren Tropf hängt. Na komm, wir müssen mal ehrlich sein, die bezahlen mich ja. Der sagt, ey, ganz im Ernst, der Hersteller ist so saunett zu dir da draußen, Michel, weil WLTP kennst du noch gar nicht. Ne? Du weißt doch gar nicht, was WLTP ist. Wie willst du denn vergleichen? Sei doch bitte echt total happy und froh, dass der Hersteller sich noch die Mühe macht, von diesem neuen komischen WLTP-Wert runterzurechnen auf NEFZ, damit du es da draußen überhaupt mal vergleichen kannst. Gut, nun bin ich ja nicht nur der da, sondern ich bin ja auch Michel selber und denke, warum macht er nicht beides? Er hat doch die Zahlen eh da. Hä? Was soll das denn? Ja gut. Da gibt es die Deutsche Umwelthilfe, die ziehe ich jetzt mal zur Hilfe heran. Ihr wisst schon, Deutsche Umwelthilfe ist ja der Laden, der hier immer gegen die Städte klagt, dass keiner mehr Diesel fahren soll. Mal so vereinfacht gesprochen. Ne? Wir als autoliebende Menschen mögen die Deutsche Umwelthilfe nicht, aber an dieser Stelle gebe ich ihr mal recht. Die sagt nämlich, naja, der Hersteller hat ja gar kein Interesse daran, die WLTP-Werte da auf diese blöde Tafel zu schreiben, weil die in der Regel 20% höher sind. Und wenn der gute Jan vor diesem Neuwagen steht und sagt, geiler Scheiß willst du haben, dann liest es sich viel besser, wenn ihr nur 5 Liter verbraucht, als 7 oder 6 oder 6,5. Ist halt so, ne? Das ist ja ganz normale Psychologie. Je höher der Verbrauch, umso eher stehst du da, na, weiß ich nicht, na, ist schon ein schönes Rot, ne? Aber, 6,5? 5 wäre ja noch gegangen. Ja gut, aber am Ende des Tages kann der Hersteller und der Händler ja auch sagen, ey Kinder, das steht in der Verordnung zur PKW-Energieverbrauchskennzeichnung. Ich bin doch nur gesetzestreu. Ja? Nicht, dass ich nur abgemahnt werde, weil ich WLTP draufschreibe. Ja, und so sieht das halt aus. Jetzt hätte die Bundesregierung natürlich durchaus sagen können, hey Bürger, wir schützen dich mit dieser Steueränderung oder Änderung der Steuererhebung, ändern wir auch diese Verordnung, damit du, wenn du am Autohaus stehst, auch gleich den WLTP-Wert sehen kannst. Und NEFZ meinetwegen noch zeitgleich oder so. Aber haben die nicht gemacht. Und es heißt jetzt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Michel, warte, Michel, wir sind dabei, was willst du? Es ist so viel zu tun im Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie. Ey, das sind zwei Bereiche, Digga. Weißt du, was wir zu tun haben? Aber pass auf. Wir nageln uns jetzt auf einen Termin. Nee, das ist zu konkret. Ich sag mal so, voraussichtlich. Voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 passen wir das an. Sind wir cool? Und wir als Michel, wir denken uns, hä? Sag mal, ja, komm klar. Du besteuerst mich nach WLTP, aber die müssen nicht WLTP ausweisen, weil sie müssen nicht geschissen, Chris. Ich bezahle dich, ne? Dieses Mehr, was ich dir jetzt zahle durch die Besteuerung, ne? Lauf mal. Komm, Forrest, lauf. Ja, machen die aber nicht. Die sagen also voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 werden sie das auch umstellen, damit du als Michel da auch liest, was du nachher bezahlen musst. Ja. Gut, warum ich euch das überhaupt erzähle? Oh mein Gott, ich dreh durch. Pass mal auf, Kinder. Jetzt mal hier, alle, die das mit WLTP und NEFZ interessiert haben, mal ganz kurz muten den Jan, weil das war alles noch relevant. Jetzt wird es mal unrelevant, jetzt nur für meine lieben Hardcore-Zuschauer. Ich drehe jetzt die fünfte Version von diesem Video, weil mir die erste Version, habe ich die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Das habe ich in der zweiten Version versucht zu korrigieren, dass ich euch auch mal angucke, was mir mal schwerfällt, wo ich mir wirklich frage, warum schreibst du denn hier alles auf den Boden? Dann habe ich die dritte Version gemacht, da habe ich irgendwann aufgehört, weil ich ausfällig geworden bin. Das fand ich nicht so cool. Und jetzt irgendwie die fünfte Version. Ey, und ich weiß schon nicht mehr, was ich jetzt hier in dieser fünften Version alles erzählt habe. Und was nicht. Und ich weiß auch schon nicht mehr, wie oft ich auf den Boden gestarrt habe. Oh, 5 Euro. Oh, und nicht. Und jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, aus mehreren Clips einen zusammenzuschneiden. Ihr wisst ja, was das in Arbeit ist. Oder jetzt einfach Augen zu und durch. Und wenn ich Sachen fünfmal erzähle, ja, ey, komm. Passiert, ich bin alt. Was soll ich machen? Gewöhnt euch dran. Ne? Gut. Könnt wieder mithören. Also die Bundesregierung ist knallhart dabei, das zu machen. Wir sind an dieser Stelle mal wieder die Dummen, wir als Bürger. Ich kann euch sagen, ich werde das jetzt machen. Ich mache das eigentlich schon. Die letzten 3 oder 4 Reviews habe ich zumindest immer erfasst, beide Daten, und gebe die auch aus. Meine Templates geändert, damit das alles passt. Ich werde jetzt also sowohl NEFZ als auch WLTP ausgeben, was manchmal nicht ganz einfach ist. Das sage ich auch dazu, weil nicht alle Hersteller die Informationen dir auf die Nase binden. Ne? Manchmal musst du echt suchen. Jüngst ein Beispiel habe ich auf einer Seite aus Norwegen dann den WLTP-Verbrauch bekommen. Ich hatte geguckt, Deutschland, nein. Alles, was ich an Informationen hatte, nicht einmal WLTP genannt. Dann dachte ich mir, kommen die Schweizer, die sind ordentlich, ne? Die sind noch präziser als wir. Nein. Auch nur NEFZ, Österreicher auch nur NEFZ. Ja, und dann war es mit Dach auch schon vorbei. Ne? Ihr wisst, fremdsprachlich bin ich ja, I'm very international with my English und so. Ne? Und dann dachte ich, ja komm, die Seiten sind eh alle gleich, guckst du mal in Norwegen, die scheinen mir so ein bisschen innovativer zu sein als wir Deutschen. Das musst du dir auf der Zunge mal zergehen lassen, aber ist halt so. Ne? Und da gehst du in den Konfigurator rein, also Klickwege, ne, gemerkt von den anderen 3 Seiten. Und da steht dann WLTP auch. Und die Werte habe ich dann übernommen. Ja. Gut, geht alles. Man muss sich nur zu behelfen wissen. Ich für meinen Teil werde jetzt immer beide Werte ausgeben. Aber bitte für den Stammtisch merken, WLTP, das gibt's doch gar nicht mehr. Ist falsch. Ach, Quatsch. Können wir das nochmal neu machen? NEFZ gibt's doch gar nicht mehr. Das ist falsch. WLTP gibt es, NEFZ gibt es, die Hersteller nach Verordnung zur Blablabla von 2011 können auch noch die NEFZ-Werte ausgeben. Die sind allerdings nach WLTP errechnet. Das will auch keiner verstehen mehr, oder? Und ich finde, das ist so ein generelles Problem, was wir haben. Es ist mittlerweile alles, es gibt nichts Einfaches mehr, ne? Nichts einfach, das ist alles total komplex und du wirst auch gaga, wenn du nur drüber nachdenkst. Und darum haben wir so viele Leute, glaube ich, die meinen, sie wüssten was,
Aber in Wirklichkeit wissen sie es gar nicht, weil es gar nicht so einfach ist. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches gesagt habe. Dafür bin ich ja immer da, ne, was Falsches zu verbreiten hier. Nein, aber ich hoffe, das war alles von hier. Unten im Videobeschreibungstext habe ich euch einmal das Video, was ich mit Uwe gedreht habe, NEFZ und WLTP und RDE nochmal verlinkt. Und dann nochmal drei Links für diejenigen, die es vertiefen wollen, die weiterlesen wollen, die sich auch mal die Verordnung zur PKW-Energie-Kennzeichnungsverordnung was falsch. Egal, das mal durchlesen wollen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder was auch immer. Verabschiede mich jetzt wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan. La la la.